Liebe Schmetterlingsfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video über Schmetterlinge. In diesem Video zeige ich euch anhand von einigen Beispielen, dass ich die Schillerfalter mit verschiedenen Geruchsquellen anlocken lassen. In den vergangenen Videos haben wir gesehen, dass Schillerfalter sich durch übelriechende Substanzen wie Kot, Urin, Aas und Ähnlichem anlocken lassen. Immer wieder stelle ich auch fest, dass bei warmen Temperaturen die Schillerfalter ganz von selbst auf meinem Finger oder auf dem Arm oder auf dem Bein niederlassen oder auch zum Beispiel auf dem Objektiv, was ich vorher mit meinen Händen berührt habe oder auf meiner kleinen GoPro-Kamera und auch auf meinen Satteltaschen, die ich durchaus immer mal wieder in der Hand halte, kommt es dazu, dass Schillerfalter diese als Nahrungsquelle aufsuchen. Warum ist das eigentlich so? Als Nahrungsquelle werden diese Orte aufgesucht, weil dort natürlich durch meine Berührung Mineralstoffe, Duftstoffe und andere für Schillerfalter sehr interessante Substanzen haften. Ja, sie haften einfach an der Oberfläche von zum Beispiel einem Objektiv oder einer Satteltasche. Schillerfalter besuchen keine Blüten. Schillerfalter nehmen ihre Nahrung ausschließlich vom Waldboden, von toten Tieren, Kot, Aas oder anderen Ausscheidungen auf. Ich wünsche euch jetzt nun viel Freude mit den gezeigten Aufnahmen. Ein kleiner Schillerfalter hat sich nun für meine Satteltaschen interessiert. Auf dem Objektiv
Und wenn man jetzt hier ganz behutsam die Übergabe macht, jetzt, wo der Schillerfalter als Kameramann wieder ausgeschieden ist, übernimmt dann wieder der Kaisermann die Regie. Ja, erst noch zwei Ochsenaugen verjagt. Jetzt scheint die Karriere als Kameramann nicht mehr wichtig. Der lässt sich auch nicht auf die Finger gucken. Ja, also zumindest sind wir jetzt verbunden.